Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Hohe Beauftragte, die Situation in Israel und Palästina ist im höchsten Maße besorgniserregend. Ich unterstütze mit Nachdruck den Aufruf unserer EU-Außenbeauftragten, Frau Mogherini, zu einer Deeskalation an beide Seiten, Israelis und Palästinenser. Und ich danke Ihnen sehr für die skizzierten Schritte, die Sie vorhin aufgezählt haben, in die diese Verhandlungen jetzt weiter voranschreiten müssen. Es ist gut, dass Sie, Frau Mogherini, zusammen mit US-Außenminister Kerry und Außenminister Frank-Walter Steinmeier in der letzten Woche intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt haben. Und ich bin froh, dass die Einigung auf eine Kameraüberwachung auf dem Jerusalemer Tempelberg ein erster Schritt zur Beruhigung der Lage gewesen ist. Eine nachhaltige Deeskalation kann jedoch nur gelingen, wenn beide Seiten auch in ihrer Rhetorik abrüsten. Ich habe es daher sehr bedauert, dass der israelische Premier vor seinem Deutschlandbesuch letzte Woche den Großmufti von Jerusalem als Hauptverantwortlichen für die Ermordung der Juden in Europa bezeichnet hat. Als Historiker ist es mir besonders wichtig, dass die Verantwortung der Deutschen am Holocaust nicht relativiert wird. Ich bitte Sie darüber hinaus bei den Verhandlungen, sich mit dafür einzusetzen, dass EU-Parlamentarier Zugang zum Gazastreifen bekommen. Die EU ist es, die UNRWA stark unterstützt, und es ist sehr wichtig, dass wir selber Eindruck gewinnen, wie unsere humanitäre Unterstützung vor Ort tatsächlich entwickelt wird, beziehungsweise welche Erfolge sie erzielt hat und wie wir sie verbessern können. Herzlichen Dank.